Wir alle haben die Prequels und Clone Wars gesehen und wissen deswegen, dass Kampfdroiden nicht wirklich schlau sind oder besonders gut kämpfen können, dass sie aber in der Masse an Stärke gewinnen, indem sie den Gegner mit schierer Zahlenmacht überwältigen. Dieses komplette Bild von einem B1-Kampfdroiden drehen wir heute mal um und erzählen die Geschichte von einem ganz anderen Kampfdroiden. Ihn gab es so wie er war nur ein einziges Mal und er alleine war eine absolute Bedrohung für so ziemlich jeden, der ihm in die Quere kam. Die Rede ist von Mr. Bones, dem furchterregendsten Kampfdroiden, den die Galaxis jemals gesehen hat. Und nur damit ihr Bescheid wisst, es gibt zu ihm und seiner Geschichte nicht viel Bildmaterial, deswegen müssen wir im Schnitt ein bisschen gucken, was wir da zusammengeschnitten bekommen. Wenn sich also Bilder wiederholen, dann ist das der Grund. Die Geschichte ist tatsächlich kanonisch und stammt aus der Aftermath-Buchtrilogie. Da die Handlung eines solchen Buches sehr komplex ist, beschränken wir uns hier auf Dinge, die für Mr. Bones Geschichte wichtig sind. Bedeutet, dass manchmal Szenen oder Figuren weggelassen werden, weil sie für die Geschichte nicht wichtig sind. Aber keine Sorge, wir bringen euch schon durch. Fangen wir an. Wir befinden uns am Anfang der Geschichte noch im Zeitalter des Imperiums. Dort wurde Mr. Bones gebaut, von einem jungen Mann namens Tamen Wexley. Sein Vater wurde ihm vom Imperium weggenommen und seine Mutter war fortgegangen, um sich der Rebellion anzuschließen. Bei seiner Tante wollte er auch nicht bleiben und lebte deswegen alleine. Irgendwann entdeckte er unter den Katakomben des Planeten Akiva eine alte, verlassene Druidenfabrik aus den Klonkriegen. Dort suchte er sich verschiedene Einzelteile eines Kampfdruiden zusammen. Nach bestem Wissen und Gewissen baute er sich ohne maschinelles Equipment seinen eigenen Kampfdruiden und nannte ihn Mr. Bones. Mit Hilfe von Skizzen und Bauanleitungen der Separatisten gelang ihm der grobe Aufbau, aber er schaffte es trotzdem nicht, Mr. Bones perfekt so zusammenzubauen, wie es vorgesehen war. Die Grundstruktur blieb, aber Wexley nahm ein paar Änderungen vor. Seinen rechten Unterarm ersetzte er durch eine Vipro-Klinge. Des Weiteren fehlte ein Teil seines Kopfes, also setzte er hier ein rotes Teleskopauge ein. Als nächstes schärfte er seine Nase oder sein Kinn, je nachdem wie man es betrachten will, zu einem spitzen Punkt, damit sein Kopf dem eines Raubvogels ähnelte. Um das Ganze schön abzurunden, malte er den Druiden rot-schwarz an und dekorierte ihn noch mit Knochen von toten Vögeln. So kam Mr. Bones schon mal zu seinem furchterregenden Aussehen. Tamen Wexley hatte sich aber hier nicht bloß einen Druiden gebaut, sondern auch einen Freund. Seinen besten Freund tatsächlich, da er sonst niemanden hatte. Und sein neuer Freund kam ihm auch sehr zugute, da er als Schrotthändler in der kriminellen Unterwelt tätig war, um über die Runden zu kommen. So ganz auf sich allein gestellt, ohne besondere Fähigkeiten, war man da gefundenes Fressen. Somit wurde Mr. Bones, der seinem Erbauer übrigens sehr loyal war, eine Art persönlicher Bodyguard für ihn. Und bald kam er zum ersten Mal zum Einsatz. Wir befinden uns mittlerweile zeitlich kurz nach der Schlacht von Endor. Wexley bekam Besuch von drei Lakaien des Gangsters Surat Nur, den er bestohlen hatte. Nun kam Mr. Bones ins Spiel. Zwei der Gangster besiegte er, indem er ihre Köpfe zusammenschlug. Der dritte zielte mit seinem Blaster auf Wexley, wurde aber durch das Gift eines Verhördruiden außer Gefecht gesetzt. Wexley wies daraufhin seinen Druiden an, die bewusstlosen Körper der Gangster bei einem Fluss abzusetzen. Das machte Mr. Bones gerne und summte währenddessen sogar eine Melodie fröhlich vor sich her. Das wäre dann wahrscheinlich auch der erste Kampfdruide, der jemals gesummt hat. Jedenfalls war er bei seiner Aufgabe leider nicht so erfolgreich. Die Männer wachten auf, deaktivierten Bones und nahmen ihn und Wexley gefangen. Doch kurz darauf wurden sie von der Kopfgeldjägerin Yas Imari gerettet. Bei dieser Flucht reaktivierte Wexley seinen Mörderdruiden, der daraufhin mordete. Um genau zu sein, erstach er mit seiner Vipro-Klinge drei Sturmtruppen und ihren Offizier und erfreute sich sehr an ihrem Blut. Danach wurde er allerdings im Kampf schwer beschädigt und verlor seinen Arm mit der Vipro-Klinge. Da Wexley kaum Materialien hatte, ersetzte er den fehlenden Arm durch das Bein eines Astromechs. Das gefiel dem Druiden nicht so gut. Hier ist ein Zitat, in dem er seinen Unmut geltend macht. Wexley versprach ihm, den Arm zu ersetzen, sobald er die nötigen Ersatzteile hatte, und Bones blieb seinem Meister weiterhin loyal. Einige Zeit später wurde Mr. Bones wieder gebraucht. Er half Wexley, dessen Mutter Nora und der eben erwähnten Kopfgeldjägerin Yas Imari bei einer Rettungsmission. Es ging um Wedge Antilles, der von der imperialen Admiralin Rae Sloane gefangen genommen wurde. Nora wollte Wedge retten, um die Leute von Akiva, die noch unter imperialer Kontrolle lebten, zu inspirieren und vielleicht eine Rebellion zu starten. Teil des Plans war, die Kontrolle einer imperialen Kommunikation zu übernehmen. Mr. Bones hatte mittlerweile weiterhin seinen Astromech-Beinarm, aber auch weiter einen Vibro-Klingenarm und setzte beide ein. Viele Sturmtruppen fielen ihm zum Opfer. Danach inszenierten sie eine Situation, in der Wexley vermeintlich von einem Imperialen exekutiert wird und machten daraus einen Broadcast. Diesen sahen dann die Bürger von Akiva, was wie gewollt eine Rebellion auslöste. Noras Plan ging also auf. Bei ihrer Flucht fanden sie sich jedoch auf dem Dach des Gebäudes wieder, umzingelt von zwei Tierjägern. Doch auch die waren kein Problem für den unaufhaltsamen Superdruiden Mr. Bones. Er benutzte seinen Körper als Kanonenkugel und katapultierte sich selbst in die Windschutzscheibe des einen Tierjägers. Den anderen zerstörte Nora mit einem weiteren gestohlenen Tierjäger.
Kurze Zeit später hatten sie allerdings weniger Glück und Admiral Ray Sloan überwältigte sie mit ihren Sturmtruppen. Mr. Bones versuchte, sich und seinen Meister zu verteidigen, konnte aber nichts ausrichten. Er wurde mit Blasterschüssen regelrecht bombardiert. Ray Sloan selbst ließ 6 Blasterbolzen auf seinen Kopf los. Der Kopf wurde daraufhin von seinem Körper getrennt. Man könnte das als den ersten richtigen Tod von Mr. Bones bezeichnen. Es würde aber nicht sein letzter sein. Sie wurden nämlich zum Glück von der Flotte der Neuen Republik gerettet und konnten Mr. Bones wieder neu zusammenbauen. Und spätestens jetzt hielt sich dieser Droide nicht mehr zurück und seine Persönlichkeit kam ziemlich stark zum Vorschein. Er verkündete stolz, dass er seine Feinde zu feinem roten Staub zermahlen würde. Danach ging er mit seinem Meister zu einer Unterrichtseinheit im Bereich Raumkampf, die Wedge Antilles unterrichtete. Dort gab er Wedge eine unangenehm lange Umarmung und tanzte daraufhin auf der Landefläche herum. Wir haben hier also einen singenden, tanzenden Mörderdruiden. Etwas später traf die Truppe auf Han Solo und Mr. Bones attackierte ihn, da er ihn für einen Feind hielt. Wexley musste ihn zurückhalten. Nachdem das geklärt war, machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Kashyyyk. Chewbacca wurde dort nämlich in einem brutalen Gefängnis gefangen gehalten. Dort angekommen wurden sie von Sicherheitsdruiden konfrontiert. Und als sie nicht die nötigen Zugangscodes hatten, um das Gebäude zu betreten, brach Chaos aus. Han eröffnete das Feuer, während Bones seine Vibroklinge nutzte, um nicht nur die Droiden zu durchbohren, sondern auch eine Tür. Mr. Bones verlor einen Arm und ein Bein, schaffte es aber trotzdem, die Droiden zu beschäftigen, während Han und Co. hunderte Gefangene befreiten. Darunter auch Chewbacca und Wexleys Vater. Dieser wurde ja, wie wir am Anfang erwähnt haben, vor Jahren vom Imperium verschleppt. Sie schafften die Flucht und Mr. Bones wurde mal wieder irgendwie repariert, in diesem Fall mit Ersatzteilen des Falken. Wir skippen jetzt einige Handlungspunkte des Buches, um zum wirklich spannenden letzten Drittel von Mr. Bones Geschichte zu kommen. Die Ausgangssituation ist jetzt folgende. Das Team war gerade auf der Jagd nach Großadmiral Ray Sloan, die im Imperium eine hohe Führungsposition hatte. Sie bekamen Wind davon, dass sie sich zurzeit auf Jakku befand. Als sie den Hyperraum verließen, sahen sie, dass sich ein Großteil des übrig gebliebenen Imperiums auf Jakku versammelt hatte. Also wurde ihr Schiff von T-Jägern attackiert. Wexleys Mutter Nora nutzte eine Rettungskapsel, um auf die Planetenoberfläche zu gelangen. Wexley schickte Bones in einer zweiten Rettungskapsel hinterher, um sie zu beschützen. Auf Jakku wurden die beiden relativ schnell gefangen genommen und Bones wurde von einem ehemaligen imperialen Offizier fast komplett zerstört. In diesem Zustand wurde sein Gedächtnis automatisch gerebootet und er konnte sich plötzlich an brutale Schlachten aus den Klonkriegen erinnern. Als er wieder bei Sinn war, aktivierte er seinen automatischen Reparaturmodus und sein Körper setzte sich quasi so gut es ging wieder selbst zusammen. Nun war es Zeit für Rache. Als erstes amputierte er dem Imperialen einen Arm. Danach ließ er seine Wut freien Lauf und riss den Mann regelrecht auseinander. Das war ziemlich brutal und tötete ihn zwar schnell, aber sehr schmerzhaft. Kurze Zeit später fand letztendlich die Schlacht von Jakku statt, der letzte große Kampf gegen das Imperium. Dort machte sich leider auch der Schaden bemerkbar, den Bones durch seine vorherige Zerstörung davongetragen hatte. Sein Kopf funktionierte nicht mehr richtig. Gegen Ende der Schlacht fiel dann der Supersternzerstörer Ravager aus dem Orbit und landete auf der Planetenoberfläche Jakkus, wo er dann auch für die nächsten Jahrzehnte liegen blieb. Danach wurde Bones von 3 Sandtrupplern und einem AT-ST angegriffen. Nun hatte er seinen letzten großen Kampf, aber der hatte es in sich. In einem Wutausbruch riss er 2 der 3 Sturmtruppler in Stücke. Der dritte hätte ihn beinahe erwischt, doch sein Meister Wexley kam zu seiner Rettung. Danach wich Bones den Schüssen der Blasterkanonen der AT-STs aus und schaffte es ins Cockpit. Dort richtete er auch mit den 2 Fahrern des Läufers ein Blutbad an. Leider wurde dieser AT-ST einen Moment später von 2 A-Flüglern zerstört, was auch Mr. Bones komplett desintegrierte. Und das war dann das tragische Ende der Geschichte eines wirklich einzigartigen Droiden. Wir haben hier aber wirklich viel von der Geschichte ausgelassen und stark komprimiert. Wenn ihr also mehr von Mr. Bones wollt, können wir euch die Aftermath-Trilogie sehr ans Herz legen. Und falls euch jetzt noch interessiert, wieso Geonosianer noch viel schlimmer waren, als wir dachten, dann schaut euch dieses Video als nächstes an. Gehirnwürmer waren nämlich nur die Spitze des Eisbergs. Josh und Dima out.